Rund 2,5 Millionen deutsche Zuwanderer kamen in den vergangenen Jahrzehnten aus Russland nach Deutschland. Weit über 300.000 leben in Bayern. Ihnen hat die Freie Wähler Landtagsfraktion einen parlamentarischen Abend gewidmet. Für viele Zuwanderer war der Neubeginn in Deutschland auch der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Zum Beispiel für Dimitri Widenin und Olga Svetlov. Sie erzählten beim parlamentarischen Abend ihre Lebensgeschichten. Bernhard Pohl, stellvertretender Vorsitzender der Freie Wähler Landtagsfraktion, zeigte sich tief beeindruckt. Es ist sicher ein gutes Beispiel für Integration und ich selber habe viele Menschen kennengelernt im Sport. Ich war ja 11 Jahre lang Präsident des Eissportvereins Kaufbeuren. Ich habe viele große Sportler aus Russland kennengelernt, die Deutsche geworden sind, aber auch Deutsche, die in Russland gelebt haben und dann ihren Sport, Eishockey zum Beispiel, dann in Deutschland perfekt ausgeübt haben. Sie waren nicht nur sportlich ein Vorbild, sondern, wenn ich nur an Olga Svetlov, Sergei Svetlov denke, auch menschlich, persönlich und nicht zuletzt auch politisch. Beide haben sich in der Kommunalpolitik engagiert. Bei einer Podiumsdiskussion sprach Pohl mit Vertretern der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland unter anderem über die bestmögliche Integration der Zuwanderer. Die Landsmannschaft hilft dabei, wo sie nur kann, zum Beispiel bei Behördengängen, erklärt Waldemar Eisenbraun, der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft. Es gibt oft ganz alltägliche Dinge, natürlich anmelden, Kinder bei der Schule anmelden, helfen bei Antragstellung, auch Übersetzungsdienste und solche Dinge. Es ist doch ganz schon viel, was im Alltag so auf uns, über uns hereinfällt und das muss man natürlich lösen und das tun wir auch. Dass sich die Freien Wähler für die Belange der deutschen Zuwanderer aus Russland einsetzen, freut Eisenbraun besonders. Es sei ein gutes Zeichen, dass über die Probleme und Wünsche diskutiert wird und die Volksgruppe damit wahrnehmbarer wird. Das ist besonders dem vertriebenen politischen Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion, Dr. Hans-Jürgen Fahn, ein Anliegen. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Wir haben zum Beispiel auch schon Anträge durchgebracht, zum Beispiel diese Zeitzeugenberichte, dass die intensiviert werden. Und unser größter Erfolg war sicherlich, dass dieser bundesdeutsche Gedenktag stattfindet. Und auch, da sind wir ganz stolz drauf, dass der bayerische Gedenktag unter Beteiligung bzw. Einbeziehung aller 4 Fraktionen durchgeführt wird. Und das wird dieses Jahr am 13.09.2015 sein. Und da freuen wir uns alle schon drauf. Zudem setzen sich die Freien Wähler auch für ein Heimatmuseum und ein Zeitzeugenprojekt an Schulen ein. So soll mehr Interesse für die Geschichte der Russlanddeutschen geweckt werden. Denn sie seien eine echte Bereicherung für Bayern, sind sich die Freien Wähler-Abgeordneten sicher.